Super lecker, super einfach, vegan und no carb. Gemüsespaghetti mit Kräuterseitlingen. Das gibt's heute. Gemüsespaghetti sind eine fantasiereiche, tolle und total einfache Alternative zu echter Pasta. Und genau die stellen wir heute her. Damit ihr das gut hinkriegt, braucht ihr ein ganz wichtiges Küchengerät. Das ist dieser Gemüsespiralenschneider, wo es den gibt. Das packe ich in die Infobox. Nur kurz am Rande, dieses Teil hier, was man eigentlich hinten ins Gemüse reinpieksen soll, um dann zu drehen, benutze ich original nie. Die Gemüsespaghetti sind vorbereitet. Jetzt widmen wir uns der leckeren Soße. Die Hauptdarsteller, das sind die Kräuterseitlinge, diese köstlichen Gourmetpilze. Dazu wird Knoblauch vorbereitet, Petersilie kommt später dazu, Sesam habe ich darüber kommt. Und ich mag es gerne frisch. Ich mache auch immer gerne einen kleinen Schuss frische Zitrone an meine Soße. Und das jetzt wird losgeschnippelt, mehr nicht. Knoblauch, ganz wichtig. Für mich kann es ja nie genug Knoblauch sein. Ne? Also wenn es nach mir ginge, würde ich diese komplette Knolle in die Pastasauce packen. Ich weiß nicht, wie gut meine Umwelt das findet. Die Kräuterseitlinge sind geschnibbelt, der Knoblauch auch. Was man riecht. Da gibt es einen ganz wunderbaren Trick. Es ist ein Geschenk gewesen, was ich vor Jahren bekommen habe. Deswegen weiß ich nicht, was es kostet. Aber ich könnte euch einen Link in die Infobox dazu packen. Und zwar handelt es sich hier um ein Edelstahlei. An dem reibt man die Finger. Und was passiert, ist eine chemisch sicherlich total einfach zu erklärende Reaktion. Jedenfalls verbindet sich irgendwas hier mit dem Knoblauchgeruch von hier. Und der ist jetzt verschwunden. Und jetzt kommt zum Verfeinern noch ein leckerer Schuss Sojasahne drauf. Rein vegan. Also alles Gute für euch. Bei Pilzen liebe ich es, wenn es richtig schön pfeffrig ist. Pilze und Pfeffer, das ist eine gute Ehe. Ist gut. Oh, lecker. Zum Schluss werden die Gemüsespaghetti blanchiert, ganz kurz gar ziehen lassen. Das geht wirklich schneller als eine Minute. Achtung! Ganz zum Schluss noch leckere Sesamkörner obendrauf. Schmecken gut und sind saugesund. Das ist die Zutatenliste. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich die meisten Sachen im Bioladen gekauft. Das erklärt auch den Preis von über 5 Euro pro Gericht, wobei hier speziell die Kräuterseitlinge mit über 3,50 Euro für 200 Gramm ordentlich zu Buche schlagen. Wenn man günstigere Pilze nimmt, dann wird auch das Essen günstiger, ganz klar. Aber heute wollte ich euch mit der Luxusvariante verwöhnen. Und die Nährwerte für das Gericht haben wir auch noch für euch. Kohlenhydrate 17 Gramm, Fette ein bisschen mehr als 54 und Eiweiße 16. Also genau so, wie es bei einer Antikarkost sein sollte. Sehr gute Fette und Öle durch das gute Olivenöl, verhältnismäßig wenig Kohlenhydrate und hochwertige Eiweiße. Hat euch die heutige Kochsession gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über jede Menge Likes.
Wenn ihr mögt, dann abonniert doch gerne meinen YouTube-Kanal und schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare eure Erfahrungen, zum Beispiel mit diesem Rezept oder mit eigenen Rezepten, die ich mal für euch nachkochen soll.